Nehmt eure Bibeln zur Hand bitte und schlagt sie mit mir auf im 9. Kapitel, Kapitel 9 der Apostelgeschichte, die wir ja studieren. Und wir lesen heute einen relativ kurzen Teil nur, und zwar die Verse 1 bis 9. 9 Verse, und dann sprechen wir heute über einen Mann mit dem Namen Paulus. Kapitel 9, Vers 1. Saulus verfolgte noch immer mit grenzenlosem Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohepriester und ließ sich von ihm Briefe für die jüdischen Gemeinden in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch in diesem Gebiet die Gläubigen an Jesus, aufzuspüren und sie, ganz gleich ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Stell das bildlich vor, das wäre jetzt in Wien, ein Saulus wäre hier unterwegs und du bist gläubiger Christ. Hättest du Angst? Stell dir das vor. Stell dir das bildlich vor, du bist Christ und der Saulus ist in Wien unterwegs. Und er sucht dich, deine Oma, deine Mutter, dein Papa und alle deine Freunde, die an Jesus glauben. Wer hätte Angst? Ich nicht. Na, Spaß. teilweise, aber nicht wirklich. Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Begleiter des Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Dann nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. Das ist die berühmte Bekehrung des Saulus von Tarsus. Vorher war er der Saulus von Tarsus. Nachher ist er Paulus der Apostel. Okay? Wir reden hier von der Bekehrung, von der Veränderung, von der Transformation des Saulus. Wer von euch liebt auch Gottes Wort? Ich liebe Gottes Wort und wir hier lieben es, die Bibel, Gottes Wort, zu studieren. Ich persönlich liebe es, Gottes Wort zu lehren. Ich sage dir, mir macht nichts mehr Freude auf der Welt. Ich meine, es gibt ein, zwei Sachen, die mir vielleicht noch mehr Freude machen, wie zum Beispiel Zeit mit meiner Familie zu verbringen oder mit meiner Frau zu verbringen, aber das Wort Gottes zu lehren ist meine Leidenschaft. Und wir sind heute beim 10. Teil bereits unserer Apostelgeschichte-Studie, Taten und Daten. Warum nennen wir es Taten? Weil es ja nicht eine Apostelgeschichte ist in Wirklichkeit, sondern es geht um die Taten der Apostel, noch spezifischer die Taten Jesu Christi durch die Apostel und den Heiligen Geist. Und mir ist ganz bewusst geworden, was wir hier eigentlich tun, ist nicht nur Kirchengeschichte studieren, also Apostelgeschichte, Kirchengeschichte, hier geht es zurück zu den Aposteln, wo alles begonnen hat. Wo die Kirche Jesu Christi, also die Gemeinde Jesu Christi, nicht die katholische oder evangelische oder orthodoxe Kirche, sondern die eine Kirche, die Gemeinde Jesu, die Kirche Jesu Christi, das ist unsere Geschichte. Aber jetzt, was mir so bewusst geworden ist heute beim Studieren, ist, das ist unsere Familiengeschichte. Das ist unsere Familiengeschichte. Das ist unsere Familiengeschichte, die Familie Gottes. Wer von euch glaubt, wir sind eine Familie? Wir Christen sind Brüder und Schwestern, wir sind Geschwister, wir haben einen Vater, wir haben einen älteren Bruder, der heißt Jesus. Wir sind eine Familie. Und das ist unsere Familiengeschichte. Es geht zurück auf unsere Wurzeln. Wenn du wissen willst, die Wurzeln der Kirche Jesu, dann darfst du nicht die evangelische Kirche studieren, du darfst nicht die orthodoxe, du darfst schon, aber du darfst nicht die katholische Kirche studieren, du musst die Apostelgeschichte, dieses Buch, die Bibel, das Neue Testament, die Apostelgeschichte studieren. Familiengeschichte. Wer ist froh darüber, Teil dieser Familie zu sein?
gewaltig. Und wir reden heute über Paulus, vormals Saulus. Und wir haben bis jetzt 8 Kapitel uns angeschaut. Ich gebe euch einen ganz kurzen Überblick, wenn ich kurz darf. Kapitel 1 war die Verheißung Jesu: Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Dann haben wir die Himmelfahrt Jesu. Dann haben wir die Wahl des 12. Apostel, weil Judas ja sich selbst ausgeschlossen hat, indem er Selbstmord begangen hat, wurde ein 12. Apostel gewählt, der heißt, das ist nicht auch gewusst, gell? Matthias ist ein ganz heiliger Name, ja? Ich habe einen Bruder, der heißt Matthias. Matthias ist jetzt der den Judas ersetzt hat. Dann im Kapitel 2 haben wir die Ausgießung des Heiligen Geistes, die erste Predigt des Petrus mit über 3000 Menschen, die zum Glauben an Jesus kamen. Im Kapitel 3 haben wir das erste apostolische Wunder, gefolgt mit einer zweiten Predigt, wo weitere 5000 Menschen mindestens dazu kamen. Dann sehen wir im Kapitel 4, dass sie gefangen genommen wurden. Dann sehen wir im Kapitel 5, dass Heuchelei schwer gestraft wurde, ja, durch Hananias und Sapphira. Ja. Dann sehen wir, wie sie wieder gepredigt haben. Wir sehen, wie sie wieder gefangen genommen worden sind. Dann sehen wir, wie Gamaliel, dieser Pharisäer, dieser ganz große Lehrer, Professor, gesagt hat: Lasst sie in Ruhe. Wenn es von Menschen ist, dann wird es eh wieder vergehen. Wenn es von Gott ist, könnt ihr nichts dagegen machen. Dann sehen wir diese Verfolgung, die begonnen hat. Dann sehen wir im Kapitel 6 das erste organisatorische Problem. Die Gemeinde wuchs so groß, dass die griechischen Witwen übersehen wurden in der täglichen Versorgung. Dann sehen wir Stephanus, der verleumdet wurde. Dann musste er sich rechtfertigen vor dem Hohen Rat. Dann wurde er gesteinigt. Und wer war dabei bei der Steinigung? Wer war der Boss der Steinigung? Wer war der Chef? Saulus, den wir heute studieren. Und dann sehen wir im Kapitel 8, wie Philippus nach Samaria, die Hauptstadt von Samarien, kam, dort das Evangelium der Masse gepredigt hat. Dann hat ihn ein Engel berufen, einem einzigen Menschen, dem äthiopischen Kämmerer, das Evangelium zu bringen, der den Jesaja gelesen hat und der sich dann gleich taufen hat lassen. Und dann sehen wir, wie Paulus weiter gewütet hat. Und das bringt uns zu dieser Passage. Also derjenige, der wirklich Bösartiges geplant hat und der auch bei der Steinigung von Stephanus dabei war, wird jetzt von Jesus besucht auf unglaubliche Art und Weise. Und ich möchte heute einiges über den Saulus oder Paulus sagen. Viele, die den Paulus studiert haben, viele, die über Paulus sprechen, sagen, er ist nach Jesus mit Abstand der größte Unterschiedmacher der christlichen Geschichte. Es gibt nach Jesus keinen zweiten, der so einen großen Unterschied gemacht hat wie der Apostel Paulus, vormals Saulus. Okay? Luther hat gesagt, der weiseste Mann nach Jesus Christus. Und er hat sogar den König Salomo außen vor genommen. Also der weiseste Mann nach Jesus Christus war Paulus, sagt Martin Luther oder Martin Luther gesagt. Okay? Aber denke einmal mit mir, wie wichtig ist es gewesen, dass Saulus hier erstens einmal gestoppt wurde? Ich sage, wir würden heute nicht hier sitzen. Wir würden heute nicht hier sitzen, hätte Jesus den Saulus nicht aufgehalten. Ich zeige euch heute warum. Okay? Ich gebe euch ein paar Beispiele. Wer von euch weiß, manchmal ist ein einziger Mensch, der Geschichte schreibt. Zum Beispiel die Reformation. Wie heißt der Name? Luther. Ja, Reformation Luther. Abraham, die Nation Israel. Moses, der Auszug aus Ägypten. David und Salomo, der Bau des Tempels. George Washington, United States of America. Ja. Martin Luther King Jr., die Freiheit der Schwarzen in Amerika, also der Bürgerrechte, der für die Bürgerrechte gekämpft hat. Wir waren dort, kannst du dich erinnern? Im Sommer. Wo ist das? Atlanta. Dort waren wir. Also du siehst also, wie ein einziger Mensch oft verantwortlich sein kann für
eine ganze Geschichte, für ein ganzes Volk, für eine ganze Reformation, für eine ganze Bewegung. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was Paulus gemacht hat. Paulus natürlich durch Jesus, aber Paulus ist der größte Unterschiedmacher neben Jesus oder nach Jesus in der ganzen Geschichte der Christenheit. John MacArthur, ein sehr renommierter Bibellehrer, sagt, dieser Tag, wo es den Saulus vom Pferd gehaut hat, ist nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung und nach dem Pfingsttag der wichtigste Tag der Kirchengeschichte. Hätte Jesus nicht eingegriffen an diesem Tag, hätte er nicht vom Ross gehauen, wäre alles anders gewesen. Der Typ war so entschlossen, die Christen auszurotten. Wir würden heute nicht hier sitzen. Und wer hat das Evangelium nach Italien gebracht, nach Europa gebracht? Saulus. Paulus. Durch seine Mitarbeiter. Also ganz wichtig, dass wir verstehen, dieser Apostel Paulus ist, abgesehen davon, dass er 14 der Briefe im Neuen Testament geschrieben hat und viele andere Dinge, der gewaltigste Unterschiedmacher. Aber ich habe das noch nie so gehört wie jetzt in meiner Studie und Vorbereitung auf diese kurze Passage, dass dieser Tag, wo es den Saulus vom Pferd gehauen hat, wo Jesus ihm erschienen ist, dass das nach der Kreuzigung, Auferstehung und Pfingsttag der wichtigste Tag der Kirche, der Kirchengeschichte ist, weil tatsächlich alles anders gewesen war. Du musst dir vorstellen, dieser Saulus war so entschlossen, ich sage es gleich, der hätte nichts anbrennen lassen. Also da sind wir alle, Entschuldigung, Furz dagegen, mit unserer kleinkarierten Hingabe, was man vielleicht sogar gar nicht Hingabe nennen sollte in Wirklichkeit. Also ich muss mich da, für mich ist das beschämend in Wahrheit. Aber schauen wir uns den Saulus einmal an, oder Saulus, Paulus, wie auch immer. Denken wir darüber, wo wären wir heute, hätte Jesus hier nicht eingegriffen. Aber ganz kurz, dieser Saulus oder Paulus war, ein paar Gedanken dazu, er war ein extrem privilegierter Mensch. Also er gehörte zu einer privilegierten Gesellschaft oder Society. Er war ein römischer Bürger und es gab ihm natürlich alle möglichen rechtlichen Vorteile. Als römischer Bürger hattest du einen höheren Stand, du warst quasi in der Gesellschaft wichtiger. Ja, du hattest quasi, so wie meine Kinder, die haben einen österreichischen Reisepass und ansonsten brauchen auch einen amerikanischen Reisepass. Ziemlich cool manchmal, kommt davon, wo man hinreist. Ja. Ich wurde auch heute gefragt, du bist der Holbert Amerikaner, hast du einen US-Reisepass auch? Nein, ich habe nur einen österreichischen, meine Frau hat nur den amerikanischen, aber unsere Kinder haben beides und das ist schon ein paar Mal sehr cool gewesen. Und wenn du einen USA-Reisepass hast, das ist nicht überall in der Welt natürlich positiv, darfst nicht überall herzeigen, logischerweise. Kann die Todesstrafe bedeuten, aber allgemein gesehen ist das ein sehr hoch privilegiertes Dokument, so einen blauen US-Reisepass zu haben. Paulus oder Saulus war ein privilegierter Mensch im irdischen Sinne mit der römischen Staatsbürgerschaft. Okay? Er war Jude, aber er war auch Römer, gewaltig. Also er war privilegiert, er war nicht irgendjemand. Er war unfassbar belastbar. Okay, ich gebe euch ein Beispiel. Wenn man das Neue Testament liest, sieht man ungefähr, dass, wer von euch weiß, wie lange Jesus gewirkt hat? 3 Jahre, 3,5 Jahre, nicht länger. Saulus, oder Paulus besser gesagt, nachdem er ja bekehrt wurde, war er der Paulus. Paulus hat nicht länger wie 10 bis 15 Jahre gewirkt. Ich predige hier schon 20 Jahre. Also ich habe ihn schon überholt. Von der Zeit her, von der Quantität. Ja? Wenn du das Neue Testament liest, der ist nicht besonders alt geworden, er wurde ja dann getötet, er wurde vielleicht 50, 60 Jahre, wenn überhaupt, also vielleicht 50, ja, höchstens. Er wurde nicht viel älter. Er wurde ungefähr geboren, so wie Jesus. Also er war ungefähr gleich alt wie Jesus, ist ihm aber nie begegnet. Er ist ihm nie körperlich begegnet. Erst nachher, da im Kapitel 9, ist ihm Jesus erschienen. Aber er war vom Geburtstag her ungefähr Jesus Geburtstag. Ja? Und sein Wirken 10 bis 15 Jahre, 15 Jahre max, 10 Jahre Minimum. 10 bis 15 Jahre hat er gewirkt. Jetzt pass auf. Was hast du in den letzten 10 bis 15 Jahren bewirkt? Nur so nebenbei.
Was hast du die letzten 10 bis 15 Jahre bewegt? Und jetzt schau dir, was der Jesus in 3,5 Jahre bewegt hat und schau dir an, was Paulus in 10 bis 15 Jahre bewegt hat. Gewaltig, oder? Unfassbar. Der Typ war belastbar, der Typ war unverwüstlich. Ich gebe dir ein Beispiel. Wer von euch weiß, er hat damals keine Autos gegeben. Auch keine Mopeds. Und wahrscheinlich auch wenig Fahrräder, wenn überhaupt. Das heißt, wie war man unterwegs? Pferd und Kamel oder Esel. Und ich habe ein paar Berichte darüber gelesen. Paulus war jeden Tag unterwegs. Jeden Tag. Sag einmal jeden Tag. Wenn du in 10 bis 15 Jahren was bewegen willst, was musst du tun? Jeden Tag unterwegs sein. Jeden Tag. Ja? Das heute zählt. Ja? Wer weiß das? Absolut. Heute. Jeden Tag. Und diese Geschichten, die ich gelesen habe, sagen, dass er täglich, abgesehen von seinen Reitereien und auf dem Pferd und auf dem, keine Ahnung, was alles geritten ist, ist er 30 Kilometer zu Fuß gegangen. Jeden Tag. Wer glaubt, er war fit? 30 Kilometer täglich zu Fuß. Wer würde sagen, ja, wenn die Oase 30 Kilometer weit entfernt wäre und ich hätte kein Auto, kein Fahrrad, kein Moped und keine öffentlichen, ich würde jeden Sonntag zu Fuß 30 Kilometer in die Oase gehen. Du nicht. Ja, ehrlich. Sag mal ehrlich. Ganz ehrlich, nein. Ja, so vielleicht. Aber der Typ ist jeden Tag 30 Kilometer zu Fuß gegangen. Wahnsinn, oder? Was der alles erlebt hat, was der alles vollbracht hat. Das heißt, der war nicht nur ein privilegierter Mann, der war ein unverwüstlicher, entschlossener Typ. Also das war kein schwacher Mensch, das war ein Viech im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt pass auf, vorher für die destruktive Seite, nachher für die göttliche Seite. Zuerst, wer glaubt, dass Gott einen Menschen verändern kann, der komplett für das Falsche, extremst destruktiv unterwegs ist und der von euch glaubt, dass er genau diese Energie nehmen kann und fürs Licht einsetzen kann. Absolut. Das ist passiert. Unfassbar. Okay? Dann, er war brillant, drittens. Also er war privilegiert, er war unverwüstlich, belastbar, er war brillant. Er hat unter Gamaliel studiert. Dieser Typ, den wir im Kapitel 5 kennengelernt haben, das war sein Lehrer, das war sein Professor. Und unter Gamaliel, das war quasi der höchste Professor des Judentums, den es überhaupt gab, die haben das Alte Testament auswendig gelernt. Darüber hinaus, wer von euch kennt das Neue Testament auswendig? Hat man gedacht, ja. Aber die kannten das Alte Testament auswendig. Also der war ein Studierter, der war ein Theologe, der war ein brillanter Mann. Wirklich brillant. Ich meine, du brauchst nur den Römerbrief lesen, was für brillant der gewesen ist. Oder die anderen Briefe, vor allem der Römerbrief. Brillant, oder? Also du siehst diesen Typen und du weißt, der Mann war brillant. Wer von euch ist zweisprachig? Die meisten von uns. Wir sprechen Deutsch und Englisch. Wer ist dreisprachig? Wirklich? Ja, du bist dreisprachig. Ja? Du bist auch dreisprachig. Fast. Ja, wer ist viersprachig? Niemand. Okay. Paulus war fließend in Hebräisch. Er war fließend in Aramäisch. Er war fließend in Griechisch. Und wahrscheinlich sogar auch in Latein. Also er war wirklich brillant. Ja, brillant. Ich habe jetzt am Wochenende einen Mann kennengelernt, der spricht 5 Sprachen. Nicht ganz fließend, aber er spricht 5 Sprachen. Das ist schon gewaltig. Und Paulus sprach 4 Sprachen fließend. Er ging auf die Universität in Tarsus und es gab damals 3 große Universitäten, nämlich Athen, Alexandria und Tarsus. Das ist so wie Harvard, Yale und Princeton, das waren die absoluten Elite-Universitäten. So viel dazu, dass jemand, der gescheit ist, nicht glauben kann. Ja, von euch war auch gescheite Leute können glauben. Absolut. Auch brillante Leute kommen zum Glauben. Gott sei Dank muss man nicht einfach sein oder auch eure Frau sein, um zu glauben. Man kann auch blitzgescheit sein.
Bist nicht froh? Ja? Und der war blitzgescheit. Ich glaube, da kommt keiner zu, wie gescheit der war. Wie gesagt, Luther gesagt, der weiseste Mann, der je gelebt hat. War privilegiert, er war unverwüstlich, also belastbar, brillant, er war produktiv. Er war unfassbar produktiv, ich habe schon anklingen lassen. 13 neutestamentliche Briefe hat er ganz sicher geschrieben, von Römer bis Philemon, hat er ganz, also Römer, 1., 2. Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, 1., 2. Thessalonicher, 1., 2. Timotheus, Titus, Philemon und wahrscheinlich sogar den Hebräerbrief. Beim Hebräerbrief ist man sich nicht sicher, wer ihn geschrieben hat. Da gehen die Meinungen auseinander. Entweder Paulus hat ihn selbst geschrieben oder einer seiner Beeinflussten, einer seiner in seinem Einflussbereich hat ihn geschrieben. Also jedenfalls jemand, der das Gleiche gepredigt hat wie der Paulus, hat den Hebräerbrief geschrieben. Wer von euch glaubt, das ist gewaltig? 13 oder 14 Bücher des Neuen Testaments. Gott hat ihn verwendet, diese Schriften zu schreiben. Aber noch nicht genug. Wer von euch weiß, wie viele Bücher das Neue Testament hat? 27. Das Alte Testament? 39. Die ganze Bibel, kannst du rechnen? 66. Und Paulus hat 13, wahrscheinlich sogar 14 der neutestamentlichen Bücher geschrieben. Die Bibel ist eigentlich eine Bibliothek. Die Bibel ist eigentlich eine Bibliothek von 39 alttestamentlichen Büchern und 27 neutestamentlichen Büchern. Es heißt ja auch das Buch der Bücher oder das Buch. Es ist ja 66 Bücher in einem Werk, ein göttliches Werk. Jetzt pass auf. Wer war der Reisebegleiter? Wer war der Reisebegleiter von Paulus? Wer hat die Apostelgeschichte geschrieben? Wer weiß es? Wisst es nicht mehr? Lukas, danke. Lukas, was hat der Lukas noch geschrieben? Lukas Evangelium, sehr gut. So, jetzt pass auf. Jetzt hat der Lukas, war der Reisebegleiter von Paulus. Der Paulus hat den Lukas mitgehabt, wahrscheinlich auch bei den langen Reisen, weil er einen Arzt mithaben wollte. Ja? Ja? Das heißt, Lukas war ein direkter, beeinflusster Jünger von wem? Paulus. Jetzt, wenn man jetzt den Lukas und die Apostelgeschichte noch dazu rechnet, zu den anderen 14 Briefe, ja, weil Lukas ja sehr beeinflusst ist, wie wenn der Raphael was schreiben würde, würde man auch sagen, hat er was vom Vater gelernt, oder? Würde man sagen. Richtig? Das heißt, Lukas war der Begleiter von Paulus. Jetzt denke mal drüber nach, was der für einen Einfluss hatte, der Paulus. Gewaltig, oder? Übrigens, Apostelgeschichte und Lukas, die zwei Bücher, sind so lange wie die ganzen Briefe des Paulus. Also wir sehen hier deutlich, was für ein produktiver, einflussreicher Mensch, Mann Paulus gewesen ist. Und das Fünfte, was wir noch sehen, ist, er war Single. Er war privilegiert, er war unverwüstlich belastbar, er war brillant, er war produktiv und er war Single. Man ist sich nicht sicher, ob er Witwer war. Es ist durchaus möglich, dass Paulus verheiratet war zu einem Zeitpunkt. Ja, ich glaube es eher, ich tendiere dazu, dass er mal verheiratet gewesen ist. Jedoch, zum Zeitpunkt seiner Missionsreisen war er garantiert Single. Geschieden wird er nicht gewesen sein, aber verwitwet wird er wohl gewesen sein. Stell dir das vor. Jetzt sind einige da, die sagen, was ich, Herr, warum schickst du mir keinen Mann, warum schickst du mir keine Frau, ich mache irgendwas falsch. Paulus war Single. Frage, Segen oder Fluch? Nicht antworten, nicht zu laut antworten, bitte. Segen oder Fluch? Er war Single. Segen oder Fluch? Einige würden sagen, ich hätte gern jemanden. Einige würden sagen, eigentlich möchte ich den nicht mehr. Ja? Wie auch immer. Paulus, wer von euch glaubt das auch, dass der größte Missionar der Geschichte Probleme hatte? Sorgen hatte? Manchmal Mangel hatte? Ja, auch Krankheiten hatte.
Schwierigkeiten hatte. Wenn du einen heutigen Christen fragst, ja, ich habe so viele Probleme, irgendwas stimmt nicht. So ein Blödsinn. Natürlich mag es sein, dass du Dinge falsch machst und deswegen du Probleme hast. Natürlich gibt es das. Aber Probleme ist nicht gleich, ich mache was falsch. Nicht notwendigerweise. Die größten, besten Christen, sogar Jesus selbst, hatte Feinde, hatte Probleme, hatte Schwierigkeiten, hatte Herausforderungen, musste überwinden, musste gewisse Dinge einfach erleben. Zum Beispiel hat Jesus seinen Vater verloren. Als Teenager wahrscheinlich. Josef, seinen Ziehvater. Sein Ziehvater ist wahrscheinlich, also mit 12 hat er noch gelebt, bei der Kreuzigung war er nirgends mehr zu sehen. Also Jesus hat einen schweren Verlust gehabt als Teenager. Ja, schweren Verlust. Wenn du den Papa als Teenager verlierst, das ist zu bald, oder? Den Papa braucht man noch, bis man 40, 50 ist vielleicht, oder 30 zumindest. Oder 70. Ja, der Raffi wird 70 sein, ich werde 95 sein. 99. Aber okay, also der Paulus hat seine Frau wahrscheinlich verloren. Zumindest war er Single. Jetzt fragt man sich als Prediger, ist dieser Segen oder Fluch? Als Mann oder als Frau ist dieser Segen oder Fluch? Und die Wahrheit ist, er hatte kein Zuhause, er war ständig unterwegs, er hatte keine Frau, keine Kinder. Und ganz ehrlich, ich persönlich könnte mir das nicht vorstellen, das zu tun, was ich tue und nicht die Kraftquelle zu haben, die ich zu Hause habe. Aber wir werden später noch sehen, dass für einen Saulus das Richtige war. Stell dir vor, 14 Tage auf offenem Meer. Stell dir vor, gesteinigt werden und ausgepeitscht werden mit Frau und Kinder. Stell dir vor, das zu erleben, was er erlebt hat mit Frau und Kinder. Ich glaube, dass Gott einen Plan hatte mit dem Saulus und in dem Fall war es ohne Frau, ohne Ehepartner. Ich will, dass du verstehst, das eine und das andere ist beides okay. Es gibt keinen Willen Gottes, soll ich Single oder verheiratet sein. Ja? Und manche suchen zu verkrampft nach etwas, was gar nicht dran ist oder gar nicht unbedingt das ist, was wirklich der Wille Gottes für dich ist. Möglicherweise will Gott dir jemanden schenken, möglicherweise sagt er, na, im Moment bleibst du alleine oder er schickt dir gar nicht mehr. Wer weiß, aber Gott ist gut. Wer glaubt, dass Gott trotzdem gut ist? Egal was passiert, es geht sowieso. Es muss gehen. Paulus hat gesagt, ich vermag alles durch Christus, der mich mächtig macht. Ich kann Single sein, ich kann verheiratet sein. Ich kann viel haben, ich kann wenig haben. Und wir sehen später, dass dieses Single-Dasein von Saulus für ihn, für seinen Auftrag wahrscheinlich notwendig war. Notwendig, um das alles zu tun. Und das ist das Vermächtnis oder der Hintergrund oder das Vermächtnis von Saulus, was wir gerade angeschaut haben. Ein unfassbar brillanter, produktiver, belastbarer, unverwüstlicher, privilegierter Mann. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie war er vorher? Wie war er vorher? Dass er die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben hat und in Lukas mit der Apostelgeschichte auch noch beeinflusst hat, dass er 3 Missionsreisen getätigt hat, wo er das Christentum hier nach Europa brachte. Wer hat sich schon mal gefragt, warum wir das christliche Abendland sind? Du kannst sagen, danke Jesus, aber du kannst auch sagen, danke Paulus. Der Paulus ist nach Europa gekommen mit dem Evangelium. Der hat diese Schiffreisen auf sich genommen, wo er fast umgekommen wäre. Wir sind heute christliches Land. Das kannst du alles hier nachlesen in den nächsten Kapiteln, Kapitel 13 bis 28, dass Paulus bis nach Spanien hat das Evangelium gebracht. Ja? Und also ein unfassbarer Mann Gottes. Aber wie war er vorher? Ich glaube, es ist wichtig, sich diese Frage zu stellen. Sehr wichtig. Um jemanden zu verstehen, musst du verstehen, wie jemand vorher war. Vorher Saulus von Tarsus, nachher Paulus der Apostel. Was steht im 2. Korinther 5, Vers 17? Ist jemand in Christus, ist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Viele sagen, das war die Bekehrung von Saulus oder die neue Geburt oder wo Gott ihn neu gemacht hat. Aber Saulus oder Paulus zeigt uns, dass es für niemanden
aussichtslos ist. Für jeden Menschen gibt es Hoffnung. Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück zum 7. Kapitel, 7, Vers 54 bis 8, Vers 3. Da sehen wir, wo uns der Saulus zum ersten Mal begegnet. Das haben wir schon gelesen, aber ich will, dass wir jetzt zurückgehen zum alten Menschen, okay? Wir gehen jetzt nochmal kurz nochmal zurück zum alten Menschen, damit wir dann noch einmal nach vorne schauen. Ist das in Ordnung? Das erste Mal, wo uns der Saulus begegnet, ist beim Märtyrertod des Stephanus. Vers 54, über diese Worte des Stephanus gerieten seine Zuhörer in maßlose Wut. Stephanus aber blickte erfüllt vom Heiligen Geist zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes stehen. Jetzt schrien sie ihn nieder, hielten sich die Ohren zu, um seine Worte nicht länger hören zu müssen, und stürzten sich auf ihn. Also man sieht, die Wahrheit tut nicht nur weh, manche Menschen werden wütend, wenn sie die Wahrheit hören. Wütend. Habt ihr schon mal erlebt? Wow, ich habe das schon öfters erlebt. Sie zerrten ihn aus der Stadt und steinigten ihn. Die Zeugen, die an der Steinigung beteiligt waren, legten ihre Obergewänder ab und gaben sie einem jungen Mann, der hieß Saulus. Das bedeutet, die haben die Ober. Wie hat das eine Steinigung funktioniert? Ganz kurz. Die haben den zu steinigen in die Mitte gegeben und sie haben sich im Kreis aufgestellt. Und sie haben alle miteinander gleichzeitig einen riesigen Stein, Mini-Felsen wahrscheinlich, Gott, den man nur heben konnte, haben sie, das war der Tod. Ich muss dir vorstellen, der Stein muss ziemlich groß sein, dass er die umbringt, oder? Das waren nicht irgendwie Steine, das waren richtige Felsbrocken. Und die Kleider haben sie bei Saulus abgelegt, was die Bedeutung hat, das ist der, der hinter dem Ganzen steht. Das ist der, der das Ganze inszeniert, sprich, das ist der Haupt, das ist der Leitwolf. Das ist der Leitwolf, das ist der Redelsführer. Das ist der, der das Ganze da veranstaltet. Alles klar? Und das ist der Saulus, von dem wir gerade geredet haben, dass er zum Paulus wurde und das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus nach Europa brachte und in die ganze Welt verbreitete. Gut. Als sie Stephanus steinigten, betete er laut, das hat er von Jesus, Herr Jesus, nimm meinen Geist zu dir. Er kniete nieder und rief, Herr, vergib ihnen diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Dann Kapitel 8, Vers 1, geht es weiter. Saulus war mit der Steinigung des Stephanus einverstanden, was so viel heißt wie eben, er war der dahinter stand. Noch am selben Tag setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Alle außer den Aposteln flohen in die Landbezirke Judäas und Samariens. Stephanus wurde von einigen fremden Männern begraben, die für ihn die Totenklage hielten. Jetzt pass auf, Saulus aber setzte alles daran. Wie viel? Alles daran, die Gemeinde Jesu auszurotten. Er schleppte Männer und Frauen aus ihren Häusern und ließ sie ins Gefängnis werfen. Wie ich das heute gelesen habe, ist mir klar geworden, hätte Jesus nicht eingegriffen auf diese Art und Weise im 9. Kapitel, dass er ihn vom Gaul runtergeworfen hätte und ihm erschienen wäre, wir würden nicht da sitzen. Das war, also drum, die ganzen Kommentare, die ich dazu gelesen habe, sagen, das war einer der vier wichtigsten Tage in der Menschheitsgeschichte. Dieser Tag. Der hat alles verändert. Der auf dem Weg war, die Christen auszurotten, der Mörder der Christen, wurde dann selbst ermordet, weil er Christ und Prediger wurde. Der die Christen verfolgte, wurde zum größten Verkündiger. Gewaltig. Ist das gewaltig? Ja oder nein? Also gewaltig. So. Und da machen wir Bekanntschaft mit Paulus zum ersten Mal als diesen Leitwolf. Und dann sehen wir ihn wieder im Kapitel 9, wo er auf dem Weg war nach Damaskus, um seine Mission, nämlich Christen auszurotten, fortzusetzen. Und da hat ihn Jesus gestoppt. Jetzt pass auf. Er tut das nicht, weil er Atheist war. Nein, nein. Er tut das nicht, weil er Atheist war.
Er tut das, weil er sehr religiös war. Hallo? War Saulus religiös? War er spirituell? Seht ihr jetzt, wie gefährlich Spiritualität ist? Ich habe das früher sehr, sehr locker betrachtet. Nein, ich bin auch spirituell. Heute, wenn ich das höre, laufe ich. Also ich nicht mehr, weil ich stelle mir der Herausforderung. Aber es gibt so viele Menschen, die sind hinter Spirituellem her. Und sie verstehen nicht, dass spirituell was ganz Schlechtes ist. So wie religiös etwas ganz Schlechtes ist. Ja? Heute ist die Mentalität ein bisschen Buddha, ein bisschen Hinduismus, ein bisschen fernöstlich, ein bisschen sogar unter Christen, ein bisschen Sternzeichen, ein bisschen Horoskop. Ich rede ständig mit Menschen, die glauben an Jesus und sagen, ja, ich bin vom Sternzeichen Widder. Du auch, Karl Michael übrigens. Und ich sage dann immer, wirklich, ja, dann muss ich zugeben, ja, das ist was, weil ich es ja früher auch einmal als Kind so nicht unterscheiden habe können, dass das schlecht ist. Und heute, das Sternzeichen hat mit Jesus so viel zu tun, wie unser Bundeskanzler mit der FPÖ, ja, zum Beispiel. Schlechtes Beispiel. Ja? Wenig, gar nichts. Ja? Das ist, und die Leute glauben, weil sie spirituell sind, ist das was Gutes. Und die Gerda Rogers ist spirituell. Das ist die Dame im Ö3. Ja? Die Oprah Winfrey ist spirituell. Und einige Prediger hängen sogar ab mit ihr. Ja, verstehst du? Aber das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Saulus war extrem religiös, extrem spirituell. Und das war der Katalysator hinter seinem Hass, hinter seiner Mission. Wäre er Atheist gewesen, hätte ihn das kühl gelassen, oder? Ja oder nein? Steht hier, das ist ganz wichtig. Und wir leben, ich betone das deswegen so stark, und das ist jetzt schon 2-3 Mal hintereinander, weil wir in einer Zeit leben, wo die Leute nicht mehr wissen, was die Wahrheit ist. Wie ich Kind war, ich war katholisch, Ministrant. Aber mir war klar, wer Jesus ist. Mir war klar, wer Gott ist. Mir war klar sogar, was Jesus für mich getan hat am Kreuz. Wenn du heute mit den gescheiten jungen Leuten redest, die wissen ja gar nicht mehr, was sie glauben. Die haben auch keine Ahnung mehr, wer Jesus ist oder was Jesus getan hat. Und selbst wenn sie ihnen das erzählst, verstehen sie es nachher immer noch nicht. Weil sie so viele verschiedene Dinge gesammelt haben. Es gibt, wir reden ja gerade über die Generations am Sonntag. Die Millennials, die Leute, die um die Jahrtausendwende Kinder waren oder Jugendliche waren, die Millennials zwischen 84 und 2000 geboren, ihre Lebensphilosophie nachgewiesen ist, das Leben ist ein Buffet. Du nimmst da das, was da schmeckt. Das ist die Lebensphilosophie der heutigen Generation. Und wir natürlich, wir Ältere, haben davon auch einiges übernommen. So wie wir alles übernommen haben. Ja? Ja? Das ist diese Generation. Aber die Wahrheit ist, dass selbst die Generation vor mir, liebe Adele, Hans und Lisbeth und Gitti und du auch. Auch die haben davon übernommen. Ja, ganz sicher. Wir leben in einer Gesellschaft Buffet. Keine Zeit mehr, Geduld ist ein Fremdwort, Mikrowelle und das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Leute zu mir kommen, die glauben, sie glauben eher, was ich glaube. Und ich glaube ganz was anderes. Und dann kommen Leute zu mir tatsächlich und wollen mir schönreden und sagen, weißt du, Karl Michael, so wie wir glauben, Gott und das Universum, sag, das heißt doch was, wie wir glauben. Red für dich selber. Aber wenn du vom Universum redest, dann reden wir von dem, was Gott erschaffen hat. Gott hat das Universum gemacht, nicht das Universum ist unser Gott. Die Leute glauben so viel Schwachsinn. Und die Wahrheit ist, Jesus ist die Wahrheit.
Hallo. Ja oder nein? Jesus ist die Wahrheit. Und der Grund, warum so viele verwirrt sind, ist, weil sie nicht mehr wissen, was die Wahrheit ist. Natürlich hat man heute, wie ich Bub war in die 80er Jahre, da war das alles sehr einfach. Da hat es keine Ablenkungen gegeben. Wir sind auch aufs Feld rausgegangen. Mit Edward unterhalten jetzt am Wochenende in Norwegen, wo er aufgewachsen ist, war die ganze Nacht hell, ja? Mitternachtssonne, und die haben bis 3 Uhr Fußball gespielt. Und keiner hat sich Sorgen gemacht im Sommer. Also, und du hast keine Ablenkungen und du hast keine Möglichkeiten auch. Heute hast du so viele Möglichkeiten. Okay, aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist, Saulus war religiös. Und er war eifrig. Er war unerbittlich. Er war unstoppable. Im negativen Sinne. Ich muss Gas geben. Sonst wird das eine lange Session. Ich hoffe. Ist euch schon langweilig? Eh noch nicht. Okay. Gut. Schaut mal, was er im Galater 1, Vers 13 bis 14 sagt. Ich werde älter. Ich merke es. Galater 1, Vers 13 bis 14. Ihr wisst sicherlich, ja, Paulus redet hier, ihr wisst sicherlich, wie ich als strenggläubiger Jude gelebt habe. Dass ich die Christen, strenggläubiger was? Jude, strenggläubig. Ich habe so einen speziellen Freund, der sagt immer zu mir, du bist ein ganz strenggläubiger Christ. Sag ich, ja so. Und der will mich damit beeindrucken. Ja? Sag ich, was ist das, ein strenggläubiger Christ? Ja, na, er meint es positiv. Er meint jemand, der total hingegeben ist. Ja? Aber der Paulus war ein strenggläubiger Jude, dass ich die Christen überall mit glühendem Hass. Sie, er hat mit Hass geglüht und dann hat er mit Liebe geglüht später. Er hat verfolgt, dann hat er verkündigt. Verfolgte und ihre Gemeinden zerstören wollte. Pass auf, mein Einsatz für den jüdischen Glauben übertraf den aller meiner Altersgenossen in unserem Volk. Mehr als alle anderen setzte ich mich dafür ein, dass die überlieferten Gesetze unserer Vorfahren buchstabengetreu erfüllt wurden. Paulus sagt hier, dass es keinen gab wie ihn. Närmt war so eifrig, unerbittlich, unaufhaltbar wie ich, hat er gesagt. Hast du schon mal gehört? Hauptsache, man glaubt was. Da zucke ich aus, wenn ich das höre. Ich kriege einen Anfall. Ehrlich. Na, Hauptsache, man glaubt irgendetwas. Hast du schon mal gehört? Das ist doch richtig schlimm. Ja, wenigstens meint das ernst. Aha. Da gibt es ein paar, die meinen es ganz ernst und die machen ein paar ganz ernste, schlimme Sachen, richtig? Hey, eifrig sein, ernst meinen, unerbittlich, da hast du einen Saulus, richtig? Stimmt das oder stimmt das nicht? Man muss schon schauen, dass man das Richtige glaubt, oder? Und man muss schon schauen, dass man fürs Richtige eifrig ist. Jetzt schauen wir nochmal zurück. Wir brauchen nicht mehr lang, aber ich möchte das nochmal ganz kurz vorlesen, das 9. Kapitel, was wir da gelesen haben. Da steht Folgendes. Noch einmal. Wir lesen die Passage jetzt noch einmal und dann schauen wir uns an, was passiert ist. Kapitel 9, Vers 1. Saulus verfolgte noch immer mit grenzenlosem Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum hohen Priester und ließ sich von ihm Briefe für die jüdischen Gemeinden in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch in diesem Gebiet die Gläubigen aufzuspüren und sie ganz gleich, ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Begleiter des Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken.
Glaubte Saulus, dass er am richtigen Weg ist, ja oder nein? Der war überzeugt. War der überzeugt? Überzeugung ist ja schwach oder so. Der war überzeugt, ich bin am richtigen Weg. War er am falschen Weg? War er am falschen Weg? Hoffentlich sagt er jetzt ja. Ja. Er dachte, er ist am richtigen Weg. Man könnte auch sagen, er dachte, er wäre im Licht. Und das ist jetzt so cool, weil Jesus ist ihm erschienen und die Bibel sagt, in einer anderen Übersetzung steht es ein bisschen klarer, ein Licht heller als die Sonne. Was ist das einzige Licht? Was kann das sein? Es kann nur die Herrlichkeit Jesu gewesen sein. Es kann nur die Herrlichkeit Gottes. Ein Licht heller als die Sonne? Also er dachte, er ist am richtigen Weg. Er dachte, er sei im Licht sozusagen und plötzlich erscheint ihm ein Licht heller als die Mittagssonne, steht geschrieben. Und was passiert mit Paulus, Saulus? Er wird blind. 3 Tage war er blind. Jetzt stell dir vor, du bist gesund und plötzlich bist du blind. Was denkst du? Ich meine, der hat nicht gewusst, dass er wieder sehen wird. Wenn du plötzlich erblindest, der war deprimiert, der war im Schockzustand, ganz sicher. Und, also nochmal, ich sehe hier einen der wichtigsten Tage in der Weltgeschichte. Und das musste passieren. Und der im Licht, der glaubte, er sei am richtigen Weg, dem erschien der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der glaubte, er sei im Licht, dem erschien ein Licht heller als die Mittagssonne. Der glaubte, er sieht, wurde blind. Wow. Versteht ihr, was ich sagen will? Wir sehen auch hier, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Was lernen wir daraus? Wenn jemand einen ernstmeinenden, gläubigen Christen verfolgt, nimmt Jesus es persönlich. Jesus sagt nicht, Saul, Saul, warum folgst du meine Leute? Jesus sagt nicht, warum verfolgst du meine Gemeinde? Jesus sagt nicht, warum folgst du meine Apostel? Jesus sagt nicht, warum verfolgst du meine Kirche? Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Es ergibt Sinn. Was darum? Jesus sagt, meine Gemeinde ist meine Braut, meine Frau. Das Bild Jesus und Gemeinde, Bräutigam und Braut ist allgegenwärtig im Alten wie im Neuen Testament. Ja oder nicht? Ja oder nein? Jetzt frage ich dich was. Wenn jemand meine Frau attackiert, geht es mich was an? Wenn jemand die Christi angreift und sagt, das geht dir nichts an, das ist die Christi. Was sage ich dann? Das ist dann Vogel. Richtig? Ja oder nein? Wir sind eins. Wenn du der Christi was antust, sowas hast du noch nie gesehen. Verstehst du? Jetzt ehrlich. Und Jesus ist unser Bräutigam. Epheser 5. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, lebt eure Frauen, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er gestorben ist und sein Leben gelassen hat. Das heißt, wenn jemand ernstmeinende, gläubige Christen angreift oder attackiert oder versucht, dann nimmt Jesus das persönlich. Warum verfolgst du mich? Eine Attacke an meine Frau, eine Attacke an meine Kinder, eine Attacke an meine Familie ist eine Attacke an mich. Was auch cool ist, Jesus sucht uns, bevor wir ihn suchen. Wow, Jesus hat dem Saulus gesucht. Und frag mich, was leicht ist, warum es so passiert ist. Und weißt du, so eine Bekehrungsgeschichte ist einmalig. Das ist nicht etwas, was jetzt alltäglich passiert. Ich glaube sogar, dass diese Art von Bekehrungsgeschichte ein einziges Mal passiert ist. Gibt es andere wundersame Bekehrungen in der Kirchengeschichte? Natürlich.
Wir wissen es. Vor allem in den muslimischen Ländern, wo Jesus Moslems erscheint und sich zeigt. Diese Geschichten gibt es ständig. Ja? Aber der richtige Weg ist, dass wir predigen gehen. Oder predigen, dass wir verkündigen, dass wir Licht sind, Salz sind, dass wir das Evangelium verbreiten, dass wir Jesus verbreiten. Was wir auch lernen ist, Jesus rettet aus Gnade mittels Glauben. Das ist eine reine Gnadengeschichte. In dem Epheser 2, Vers 8 bis 9 sagt Paulus, wir sind aus Glauben, aus Gnade gerettet, mittels des Glaubens, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Es ist Gnade und wir glauben es. Das Evangelium. Und im 1. Timotheus 1, Vers 15 bis 16 steht, ich bin Paulus und ich bin der schlimmste aller Sünder. Und Jesus hat mich errettet zum Vorbild aller anderen Sünder, die nach mir kommen. Musst du mir vorstellen, er hat sich als schlimmsten Sünder bezeichnet. Warum? Warum? Wer von euch glaubt, dass diese Geschichte bedeutet, es gibt niemanden, der ohne Hoffnung ist? Niemanden. Einer, der versucht hat, Christen auszurotten. Stell dir vor, es gab da in Wien jemanden, der versucht, nur, das ist nicht, bitte nicht falsch verstehen, ich will mich nicht vergleichen, uns nicht vergleichen mit dem damals, bitte. Aber stell dir vor, in Wien ist irgendeiner, dessen Ziel ist es, uns hier als Oase Church auszurotten. Keine Ahnung. Luftjagen, auszurotten, umzubringen, an noch einen anderen, qualvoll, keine Ahnung. Ja, irgendwas Komisches. Und wer von euch glaubt, wir würden dann mehr beten? Nein, Spaß. Oder schneller laufen oder irgendwas. Wer von euch, ja. Und jetzt stell dir vor, und das ist ein berüchtigter Typ, und nicht nur unsere Gemeinde, der ist auf andere christliche Gemeinden auch abgesehen, und der ist richtig unterwegs, um auszurotten. Plötzlich gibt es ein Gerücht, dass er Jesus kennengelernt hat. Nur ein Gerücht. Man redet drüber. Oh, du, ich habe gehört, dieser Komische ist zum Glauben gekommen. So, das ist da passiert und niemand glaubte es. Alle, na, um Himmels Willen. Die haben sich alle gefürchtet. Sie konnten das Gerücht nicht glauben. Ja? Aber und am nächsten Sonntag sitzt er in der ersten Reihe bei uns. Und beginnt mitzusingen. Um mitzubeten, Notizen zu machen. Wer von euch glaubt, wir würden ein bisschen nervös sein. Stell dir vor, so jemand kommt zu Jesus. Wir würden alle sagen, hey, wenn Jesus den erreichen kann, kann er jeden erreichen. Okay? Im Römer 1, Vers 16 steht, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes, die rettet jeden, der da glaubt. Jeden. Egal wer. Römer 1, Vers 16 und 17. Das ist das Evangelium. Im Römer 5, Vers 6 bis 8 steht, dass er Jesus für uns sterben ließ, als wir noch seine Feinde waren. Schreib dir die Verse auf. Studier das zu Hause. Epheser 2, Vers 8 bis 9. Die, was ich gerade zitiert habe. Epheser 2, Vers 8 bis 9. Wir sind aus Glauben durch Gnade gerettet. 1. Timotheus 1, Vers 15 bis 16, er ist der schlimmste aller Sünder. Epheser 2, 8 bis 9, 1. Timotheus 1, 15 bis 16, Römer 1, Vers 16, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die rettet jeden, der da glaubt. Römer 5, Vers 6 bis 8, er ist für uns gestorben, während wir noch Feinde waren. Das ist das wunderbare Evangelium. Ganz kurz in die Zielgerade jetzt. Wer glaubt an die gute Nachricht von Jesus? Wer glaubt? Ich glaube sie. Er ist für uns gestorben. Wer von euch glaubt, dass Jesus der Weg ist? Halleluja. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Glauben wir als Christen an gute Taten? Ja oder nein? Natürlich. Aber wer von euch glaubt, dass gute Taten einen in den Himmel bringen? Nein. Sieh, die Bibel spricht von guten Taten. Aber sind gute Taten genug? Nein, wir brauchen die gute Nachricht, das Evangelium. Ist die Bibel voller guter Ratschläge? Sind gute Ratschläge genug? Nein. Ja, ich habe
am Wochenende mit einem sehr bekannten Mann geredet und der sagte mir, Jesus war ein guter Lehrer. Ich habe ihm gesagt, er war kein guter Lehrer. Er war der Sohn Gottes. Wir glauben an gute Taten, aber gute Taten reichen nicht. Wir glauben an gute Ratschläge, aber gute Ratschläge reichen nicht. Wir glauben, dass es gute Lehrer gibt, aber gute Lehrer sind nicht genug. Gute Lehrer, gute Speaker, super, aber sind nicht genug. Es geht um die gute Nachricht. Ich habe für mich etwas ganz Wichtiges erkannt. Persönlichkeitsentwicklung kann dir ein besseres Leben geben, aber kein neues Leben. Der glaubt, wir brauchen nicht ein besseres Leben, sondern ein neues Leben. Das kann nur Jesus geben. Oft werden wir in die Gruppe geworfen, dieser komischen Persönlichkeitsentwicklungslehrer und Motivationslehrer, die es im deutschsprachigen Raum gibt, die vom Universum reden und von keine Ahnung was alles reden. Und sie glauben dann, wir sind dasselbe. Und ich möchte heute ganz klar sagen, wir sind nicht dasselbe. Alles, was wir tun, ist biblisch. Also unsere Prinzipien, auch wenn wir nicht Jesus erwähnen, sind biblisch. Und weil wir eines wissen, alles gut und schön zu einem besseren Leben, aber nur Jesus kann ein neues Leben geben. Natürlich, die Ratschläge der Bibel, funktionieren die für Nichtgläubige auch? Ja. Gibt es auch Nichtgläubige, die gute Taten machen? Ja. Gibt es auch Nichtgläubige, die biblisch leben? Ja. Gibt es Christen, die weniger biblisch leben, wie manche Nichtchristen? Ja. Gibt es Nichtchristen, die weiser sind, wie manche Christen? Ja. Gibt es Nichtchristen, die ehrlicher sind, wie manche Christen? Ja. Die Prinzipien können dein Leben verbessern, aber nur die gute Nachricht von Jesus kann dein Leben verändern und ewiges Leben geben. Halleluja. Und die Frage ist, bist du Jesus begegnet? Und ich glaube, in diesem Raum kann das jeder beantworten, mit Ja. Und hast du die Kraft des Evangeliums erfahren? Das ist, um was es geht. Und zum Abschluss noch, ich habe am Anfang gesagt, Paulus war privilegiert, kannst du erinnern? Privilegiert, unverwüstlich belastbar, brillant, produktiv durch sein Schreiben und seine Kommunikation und er war Single. Und Gott hat diese fünf Dinge genommen und sie transformiert. Wer von euch glaubt, dass Gott jemanden nehmen kann, der einen Status hat und diesen Status für Christus verwenden kann? Wer von euch glaubt, dass der, der so unverwüstlich und belastbar war, um zu zerstören, genau diese Eigenschaft nehmen kann, um Gutes zu tun? Wer glaubt, dass jemand, der so brillant war, dass er den Leuten, die Leute überzeugt hat, dass sein Atheismus oder seine Religion das Richtige ist, wenn der zu Jesus kommt, dass er diese Brillanz verwenden kann, um das Evangelium zu erklären? Stell dir vor, ein Universitätsprofessor, der kompletter Atheist ist und zu Christus kommt, was der bewegen kann. Die Produktivität, die er gehabt hat im Negativen, fürs Positive. Und das Single-Dasein, ich bin überzeugt davon, dass das für ihn sicher irgendwann mal Trauer war. Oder dass das für ihn, wenn er die Frau verloren hat, sowieso. Aber dass er sicher mal einsam oder traurig war, weil er Single ist. Aber im Fall vom Saulus hat Gott das verwandelt in einen Segen. Weil mit Familie hätte er das, was er gemacht hat, nicht machen können. Versteht ihr? Es wäre, denke mal drüber nach, Paulus mit Familie, der Lifestyle, ich glaube nicht, dass das gegangen wäre. Glaubst du? Nein. Gut. Und daher, es gibt auch nicht einen vorgefertigten Plan Gottes und Willen Gottes. Will Gott, dass ich heirate? Weiß ich nicht. Wird Gott mir jemanden schicken? Weiß ich nicht. Will Gott, dass ich Single bin, bis ich sterbe? Weiß ich nicht. Wer von euch weiß, das ist immer unterschiedlich. Es gibt weder eine Verheißung, die sagt, du musst heiraten, noch gibt es eine Verheißung, die sagt, du musst Single bleiben. Gott sei Dank ist das uns überlassen. Und Gott sei Dank hat Gott einen Plan, der auch individuell ist.
Und für manche Menschen ist das eine richtig, für manche Menschen ist das andere richtig. Soll ich studieren? Ist es Gottes Wille zu studieren? Paulus war so brillant. Paulus hat auf der Harvard studiert. Muss ich das auch? Wenn ich das müsste, könnte ich nicht hier stehen. Weil ich habe gar nicht studiert. Außer selbst studiert. Weißt du, da gibt's, es gibt Prediger, die sind Juristen und sind hervorragend. Und es gibt Prediger, die haben die 5. Klasse nicht einmal absolviert und sind hervorragend. So, komplett unterschiedlich. Mein Onkel hat 8 Schulstufen und ist extrem erfolgreicher Unternehmer geworden. Du kannst nicht sagen, das Studieren ist der Weg oder nicht. Wenn man euch weiß, das ist unterschiedlichst. Und Paulus oder Saulus und Paulus hat das, also Gott hat das alles verwendet für eine einzigartige Persönlichkeit, um die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Das war der Saulus oder der Paulus. Lass uns aufstehen. Ja, guter Gott, wir danken dir. Wir loben dich, preisen dich und erheben dich. Wir danken dir so sehr für diesen Mann, diese Persönlichkeit, die so gewaltig Geschichte geschrieben hat. Und es ist auch wichtig, dass wir diesen Mann verstehen, weil der Rest der Apostelgeschichte ist eigentlich die Geschichte von Paulus. Und das, was Paulus getan hat, jetzt vom 9. Kapitel bis zum 28. Kapitel, ist Paulus in jedem Kapitel anzutreffen. Und du hast diesen Mann benutzt, um das Evangelium bis an die Grenzen der Welt zu bringen. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir heute hier stehen dürfen, weil dieser große Missionar einen so großen Unterschied gemacht hat. Danke, Jesus, dass du ihm erschienen bist. Und danke, Jesus, dass du uns zeigst, dass kein Mensch ohne Hoffnung ist. Ich möchte jetzt Folgendes tun, liebe Freunde. Wir sind noch nicht fertig. Ich möchte Folgendes tun. Ich möchte, dass du jetzt an einen Menschen denkst, an eine Person in deinem Umfeld, Familie, Freundeskreis, Bekanntschaft, Arbeitsplatz. Eine Person, die am unwahrscheinlichsten an Jesus glauben würde. Wo du denkst, diese Person nie im Leben. Nie im Leben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Person sich demütigt und Jesus annimmt. Also, auf Englisch gesagt, the most unlikely to believe. Also, die unwahrscheinlichste Person. Und ich möchte, dass du an diese Person denkst und beginnst, für diese Person zu beten. Für die unwahrscheinlichste. Wo du denkst, na, der Chef oder der Mitarbeiter oder die Tante oder meine Mama oder keine Ahnung. Weil Saulus war die unwahrscheinlichste Person. Also, niemand hätte auch nur einen Cent auf den gewettet, dass der gläubig wird. Niemand. Nie im Leben hätte jemand nur daran gedacht, dass der Christ wird. Wenn er glaubt, Gott kann. Und ich will, dass wir bis zum nächsten Mittwoch, bitte, ja? Nicht aussprechen, aber wer hat eine Person vor sich? Okay? Ist dir wer eingefallen? Wo du sagst, na, unmöglich, undenkbar, dass diese Person Jesus annimmt. Und für diese Person will ich, dass wir gemeinsam, du für dir, deine Person, ich für meine, beten nächste Woche, bis nächsten Mittwoch. Und Gott bitten, dass er diesem Menschen begegnet. Wie er will und wann er will und wo er will. Okay? Weil wenn Gott Saulus begegnen kann, unwahrscheinlich, dass das passiert, dann kann er das auch mit dieser Person, an die du gerade denkst. Halleluja. Herr Jesus, wir bringen dir diese Person jetzt, die jeder für uns, jeder für sich gerade in den Gedanken hat, und wir legen diese Person hin
und wir bitten dich, dass du ihm oder ihr Jesus zeigst. Bitte, zeig ihm, dass du lebst. Begegne du ihm. Ich bitte dich darum in Jesu Namen. Und wir wollen jetzt die nächste Woche jeden Tag für diese Person beten, weil wir glauben und wissen, dass diese Person Jesus braucht. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben.